Hallo und herzlich willkommen diesmal wieder hier bei Christian und seinem Reisebericht. Bin wieder in Asien unterwegs und für alle von euch, die Terry Pratchett mögen, ich habe Schnappers Wurst gefunden. Ja, also wenn es irgendwas gibt, was Schnapperwurst am nächsten kommt, dann ist das. Ich zeige euch das jetzt gerade. Ja, also wenn ich das mal vorstellen darf, das hier ist Schnappers Wurst. Da ist nicht ein Gramm Fleisch drin, das ist einfach nur schlappriger Klubber. Das ist unglaublich. Ich probiere die jetzt mal. Also ich habe sie gestern schon gegessen. Unglaublich. Das ist Wahnsinn. Das ist nur Fett, Haut, Knorpel. Es ist irgendwie glutschig, aber es knurzt, wenn man reinbeißt. Ihr müsst hier unbedingt mal hinfahren. Schnappers Wurst, das ist Wahnsinn. Und das Perverse ist, es ist wirklich absolut, völlig und total wie in den Romanen. Man ist total angewidert, aber wenn man sie aufgegessen hat und ein Bier getrunken hat, will man noch eine essen. Wahnsinn. Und das ist die andere, die ist ein bisschen besser. Ziemlich scharf, aber im Grunde genommen das gleiche. Ja, wer schon mal hier war, der sieht es vielleicht. Ich bin gerade in Thailand unterwegs, in Bangkok. Ich warte gerade darauf, dass neue Muster fertig werden. Ich bin ja immer mal in Asien unterwegs und gucke, wo die Sachen auch wirklich herkommen. Und ja, da ich ja jetzt auch mit der Kochshow bei YouTube angefangen habe, dachte ich, ich futter mich mal hier durch Streetfood. Das im Prinzip ja Kochen unter Mittelalterbedingungen ist, nur dass wir das ganze Ding nicht auf einem Holzkarren haben, sondern an einem Mofa geschraubt haben. Ja, das ist sozusagen Bangkok Fried Chicken am Mofa. Sawadee, one of this? One of this? One? One. 20 and 25. 25? Okay. Ja, ich probiere mich hier gerade mal durch das YouTube, um ein bisschen vielleicht über Mittelalter kochen zu lernen. Man weiß ja nicht, kochen auf einem halben Quadratmeter ist eine Herausforderung. Die Straßenküche früher. Sieht man ja auf so manchen Mittelalterzeichnungen, dass sie mit zum Handkarren unterwegs waren. Ich habe jetzt hier frittiertes Hühnchen, habe ich auch schon probiert, sau lecker. Auf jeden Fall tausendmal besser als die Wurst. Ach, hinter mir seht ihr hier meinen Lieblingsladen, da gehe ich eigentlich jeden Abend essen. Ganz witzige Platzausnutzung hier. Hinter mir ist ein Laden, sobald der zu war, macht der auf. Der stellt einfach ein paar Plastikkocher auf die Straße, fertig ist das Restaurant. So, wir gehen mal gucken. Ist, das Zeug ist alles sau lecker. This one. Spicy. Little spicy is okay. Spicy, okay. Bamboo. Bamboo, okay. And egg, recommend. That actually everything. This one is the best. This one is best, okay. One. Then it's okay. You eat here or take away? Eat here. Wie schon gesagt, mein Lieblingsstand hier. So sieht das Essen aus, muss ich hier erstmal rumklappen. Eine wilde Mischung aus allem, ohne Reis. So, ja, alles aufgefuttert. Wer ein bisschen aufmerksam ist, merkt wahrscheinlich, dass mir die Nase wie Rotze läuft und ich blasige Augen habe. Die Schärfe ist definitiv für Fortgeschrittene. Wer es nicht mag, lieber nach McDonald's gehen.
viele sind auch noch nicht mal mit dem Gaskoch unterwegs. Nehmen einfach Holzkohle. Der erste Stand, der auch ein bisschen die Kühlung hat. So ein bisschen Eis dahinter und 1 Million verschiedenen Schnapperwürsten. Der nächste Schnappersan. Jede Menge Schnapperwürstchen hier auf der Straße. Das ist der wilde Wahnsinn. Der Grill ist ziemlich cool, finde ich. Das hier ist frittierte Schweinehaut. Also sowas, was man bei uns auf Kartoffelbasis als Bacon kriegt. Das hier ist wirklich frittierte Schweinehaut. Schmeckt ganz nett. Gewöhnungsbedürftig. Und nochmal frittiertes Hühnchen. Einfach auf einem winzigen Handkarren. Ja, hier ist nichts mit Kühlung, ist bei 33 Grad praktisch schon vorgegart. Aber es ist alles so bullenscharf, dass da glaube ich sowieso nichts mehr lebendig ist. Und sie grillen es ziemlich gut durch. Ja, hier so ein bisschen die Stände, wo der gute Mann vom Ordnungsamt bei uns auf der Stelle einen Herzkasten bekommen würde. Abgespannter Fußboden und so. 2 Handwaschbecken, ihr wisst schon Bescheid. Und überall sind sie dabei, Schnapperswürstchen. Jo, Barbecue, Bangkok-Style. Ja, das war mein kleiner kulinarischer Mini-Bericht aus Bangkok. Ich habe auf jeden Fall riesig was dazugelernt, weil ich hier ein paar Abenden den Ständen über die Schulter geguckt habe. Machen auf einen halben Quadratmeter, das ist der wilde Wahnsinn, mit fast nichts. Wir haben ein Messer, ein Brettchen und einen Gaskocher. Und damit machen die leckersten Sachen. Unglaublich. So, ich verabschiede mich. Bis irgendwann mal demnächst. Ciao, ciao. Und natürlich nicht vergessen, Kanal abonnieren, unten drücken, die Glocke mitnehmen. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn neue Videos erscheinen. Ciao, ciao.